Er kommt zu uns, der Herr Burani. Andreas Burani, jetzt bei Zimmer frei. Und hier kommen Christine Westermann und Götz Alsmann. Willkommen, willkommen zu der fantastischen Sendung Zimmerfrei mit der großartigen Christine Westermann. Wer ist unser Gast heute? Er ist ein großartiger Musiker, Sänger. Ich finde, er macht wundervolle Texte. Und er ist, glaube ich, der heimliche Gewinner der Fußballweltmeisterschaft im letzten Jahr. Apropos Fußball, er hat viele Jahre in Moskau Fußball gespielt. Jetzt freue ich mich, dass er für Hoffenheim wieder in der Bundesliga aufläuft. Heute zu Gast bei Zimmerfrei, Andreas Burani. Das ist ja eine Überraschung. Du hast dir gewünscht. Ja, das wird ein langer Abend. Das wird ein schöner Abend. Ja. So fängt schon mal. Trinken wir aus, ja so aus der Flasche. Ich trinke das hier gerne hier mit auch. Herzlich willkommen und pipapo. Und, oder lassen wir das direkt weg. Dann das ist jetzt mit dem Tegernseher, das ist halt einfach ein guter Anfang. Weißt du? Da kann man nicht, das kann man eigentlich nicht toppen. Es gibt natürlich noch andere wunderbare Biersorten. Will jemand einen Schluck hier? Die kommen von den anderen Seen Bayerns. Einen Schluck jemand? Ich vielleicht später. Tegernsee, lass ihn lieber hier. Die einen übrig gelassen hat. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Vielen Dank. Toll. Sehr gern. Prost. Ich habe schon mal. Ach so, dass jeder mal nippen darf. Oder was? Und das ist also das vermutlich traditionelle bayerisch-schwäbische, muss man ja sagen. Ja, nee, tatsächlich. Wenn jemand, der aus Augsburg kommt, das bayerisch-schwäbische. Ich halte hinten zu und lass vorne rein. Tatsächlich, ist das ja so, das ist was, was in Berlin, ich lebe ja in Berlin. Ja. Und das ist was, was da gerade irgendwie an jeder Ecke gibt es irgendwie einen Burgerladen. Und ich liebe das, keine Ahnung, das ist einfach. Wie machst du es? Ich weiß nicht, man muss ihn, glaube ich, mit der Hand essen. Ihr auch, ihr müsst ihn auch mit der Hand essen. Ja, ich esse mit dem Mund normalerweise. Also. Der Lippenstift ist hin, müssen wir alle erstmal duschen, klar, oder? Wenn wir das geschafft haben. Boah, Leute, ist das so ein Typ? Oh, nee, das geht nicht. Boah, das ich ist doch, das geht. Guck mal hier. Ja. Wie oft machst du das in der Woche? Vor allem mit extra Käse, ne? Ja, haben wir extra für. Wolltest du doch. Ja, ich müsste dir was erzählen. Ich bin beschäftigt, die nächste. Ja. Kannst du es vielleicht mit Fingern andeuten? Wie oft isst du das pro Woche? Ja, dummerweise viel zu oft. Erik? Andreas, was glaubst du, was passiert, wenn man mit deinem Foto auf die Straße geht und die Leute fragt, wer ist das? Eine gute Frage. Es kommt darauf an, was du für ein Foto hast von mir. Dann guck mal. Wir hatten ein ziemlich gutes, weil es gibt keine schlechten. Achtung. Hey. Diesen Mann? Ja, ich kenn man. Wer ist das? Ja, das ist der Burani. Der hat das Lied unter uns gesungen. Andreas Burani. Giovanni Elba. Nein, nicht auf oder uns. Doch. Auf uns, genau. Auf den Moment, der immer brennt. Ein Hoch auf, auf das, was uns gefällt. Wie finden Sie den so als Typ? Den würde ich ja lieber einmal live sehen. Sehr sympathisch. Einen bodenständigen, nicht abgehoben. Wenn er ein Duett singen würde, mit wem könnte er gut ein Duett singen? Mit Yvonne Katterfeld. Atemlos, wie wär's? Helene Fischer. Ja, Helene Fischer. Ja, genau. Also wäre cool, fände ich das ja schon mal mit Rihanna. Wenn er kein Sänger wäre, welchen Beruf könnte er sonst noch gut ausüben? Koch. Sozialarbeiter. Keine Ahnung, vielleicht wie ein Sozialarbeiter. Da musst du mal antworten. Schauspieler. Die können doch immer alle beides. Die können immer singen und immer Schauspieler. Was für ein Film? Ach Gott. Na, irgendwas vielleicht vom Till Schweiger. Der Herr Burani sitzt gerade bei Christine und Götz am Essenstisch. Würden Sie ihm noch irgendwas sagen? Wo sitzt er? Hier quasi. Ach so, da. In der Kamera drin. Einfach nur weiter so machen. Und nächstes Jahr ist wieder Europameisterschaft. Dann kann man das nächste Lied erwachen. Da ist er, der bekannte Sozialarbeiter und Filmschauspieler.
Das war unser Notar und unsere bezaubernde Assistentin Nina in einer Fußgängerzone auf diesem Planeten. Und wie gesagt, da waren ja schon mal ein paar schöne berufsberatende Elemente vertreten. Aber das mit dem Sozialarbeiter, das finde ich interessant. Das kam auch zweimal sogar. Ja, du siehst irgendwie so helfend. Das sehen irgendwie alle so aus. Ja. Ich weiß nicht, würde sich jemand von Ihnen optisch für einen typischen Sozialarbeiter halten? Oder haben wir einen Sozialarbeiter im Publikum? Oh. Stehen Sie mal auf. Kommen Sie mal runter. Hallo, Sie heißen? Stefan. Stefan. Stefan, Andreas, Stefan. Stellt euch mal nebeneinander. Also, ich muss sagen, einer von beiden sieht aus wie ein Sozialarbeiter und der andere sieht aus wie einer von diesen neuen, vollbärtigen, bebrillten Berliner Liedermachern. Hm, wer ist jetzt wer? Vielen Dank, Stefan, meine Damen und Herren. Einer hat gesagt, bodenständig. Richtig oder ganz falsch? Oder weiß. Jetzt sieht der Burger runtergefahren, sondern das Messer. Deswegen muss man das mit der Hand eigentlich essen. Ne? So dann. Ja, bodenständig, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet eigentlich. Ne? Ist also, man, dass man so, kannst du vergessen. Ja, nee, vor allem, das ist ja auch was, was man von sich. Was man von sich selber nicht so behaupten kann. Ne? Ich habe vielleicht Momente, die sind bodenständig und manche, da ist es nicht so. Aber es ist doch interessant, dass die Leute dich sehen und sagen, der ist bodenständig. Überrascht dich das? Ich weiß nicht, also überraschend nicht, weil wenn man, ich bin ja in Augsburg geboren und wenn man aus Augsburg kommt, ne, also ich glaube, es gibt keine bodenständigere Stadt. Die Augsburger, die sind sowas von straight, die interessieren sich ja auch für nix. Ne? Ja, das ist wirklich so, ja, bist du mit der Straßenbau gefahren? Ja, okay. Ja, ich muss morgen noch raus früh und die bauen ja alle Häuslebauer, das ist ja so fast schon Schwaben und so. Ja. Und das ist einfach so, also ich muss echt sagen, mich erdet das so, wenn ich nach Augsburg komme. Und dabei hat die Stadt auch einen total voll irre crazy Typen hervorbracht. Roy Black zum Beispiel. Ja, Roy Black. Waldemar Hartmann. Oder Bertolt Brecht. Oh. Stimmt, ich würde gern vergessen. Zum Beispiel, ja. Also gibt es einige. Der sah doch aus wie ein Sozialarbeiter, total, oder? Ja. Du könntest Hausmusik machen, dann kann ich meinen Burger weiter essen. Dann machen wir das. Meine Damen und Herren, natürlich können wir einen großartigen Sänger wie Andreas Burani nicht bei uns willkommen heißen, ohne mit ihm zu musizieren. Was, ihr füttert mich jetzt mit Burger, dann muss ich singen, oder wie? Das ja, ist ja, du darfst ja noch kauen und runterschlucken. Wir haben uns eines deiner erfolgreichsten Lieder gewünscht von dir und du singst es für uns auf anderen Wegen. Ja. Das spielen wir jetzt in Halftime, ja? Wahrscheinlich. Willst du noch mal aufstoßen? Fang einfach an. Ich bin ganz für dich da. Dam, 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 dam. Du willst gehen, ich lieber springen. Wenn du redest, will ich singen. Du schlägst Wurzeln, ich muss fliegen. Wir haben die Stille um uns totgeschwiegen. Wo ist die Liebe geblieben? Ich fühl mich jung und du dich alt. So fallen wir um, uns fehlt der Halt. Wir müssen uns bewegen. Ich bin dafür, du dagegen. Wir gehen auf anderen Wegen. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein.
Tam, 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 tam. Wir sind ein festgefahrenes Ritual, das immer stärker brennt. Und ich frage nicht mehr nach, was uns verbindet oder trennt, weil ich weiß, wir fahren weiter im Kreis. Wir müssen atmen, wieder wachsen, bis die alten Schalen platzen. Und wo wir uns selbst begegnen, fallen wir mitten ins Leben. Wir gehen auf anderen Wegen. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Ich geb dich frei, ich werd dich lieben. Ist ein Teil von dir geblieben. Geb dich frei, ich werd dich lieben. Ich werde dich lieben. Dam, 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 dam. Oh, mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. So sein. Andreas Mali. Danke schön. Danke dir. Vielen Dank. Andreas Mali. Andreas, als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, boah, hat der Mann Ahnung vom Leben und vom Lieben und von der Traurigkeit, wenn es auseinandergeht. Ja, also ich glaube, wir kennen das alle, ne? Wie sich das anfühlt, wenn man loslassen muss auch. Ne? Also das ist ja ein Lied eigentlich, wo es ums Loslassen geht, wo man jemanden, der einem sehr viel bedeutet, aufgeben muss und diese Verbindung auch loslassen muss. Ne? Und das ist immer schmerzvoll und traurig natürlich. Aber auch von dir wunderbar erklärt, dass es eben, dass es unterschiedliche Rhythmen, Rhythmen gibt, in denen ein Leben dann stattfindet. Toll. Ja, also ich habe tatsächlich, das ist auch so eins der Lieder gewesen, die ich hatte da erst einen Text schon geschrieben im Studio und war total glücklich auch und habe das mit nach Hause genommen und habe dann abends gedacht, das ist doch scheiße, was du da geschrieben hast. Du musst das komplett nochmal wegschmeißen. Und die Geschichte wirklich erzählen, wie sie passiert ist. Mir war das noch nicht wahr genug. Also, war der Refrain selbst schon da? Ja, ich hatte schon, ich weiß nicht mehr, wie das genau war, aber mein Herz schlägt schneller war schon da. Aber die Strophen waren noch anders und das war so ein bisschen, ich habe mich noch ein bisschen versteckt hinter, also in Metaphern und so, in den Zeilen. Und die Geschichte nicht so erzählt, wie sie wirklich war. Und, so. Und dann habe ich eine zweite Version dann geschrieben, die auch so am Stück kam. Ne? Das war so eine Lieder, die sehr intuitiv dann entstanden sind. Ne? Hat sich deine Freundin, die jetzt nicht mehr mit dir zusammen ist, hat die sich bedankt? Hat die sich gefreut? Ja, um ehrlich zu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber sie mag das Lied nicht. Echt nicht? Ja, ja, weil, also, weil sie natürlich immer daran erinnert ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch, also in der Zeit für sie nicht so einfach war. Das kam ja dann
wenn das so zeitverzögert, kann man sich vorstellen, das ist ein Jahr entstanden, bevor die Platte dann rauskam und dann wurde das die zweite Single und dann läuft das irgendwie so ein Jahr später und alle Leute hören das und so. Und ich glaube, das ist halt dann das, wo man so denkt, oh Mann, jetzt ist das schon wieder im Radio und so. Das ist so ein bisschen, weil es eine gemeinsame Geschichte ist, die natürlich dann, also eine Person teilt sie natürlich. Und die andere kann nichts dazu sagen. Ne? Genau, du kannst dich ja auch nicht... Wozu auch? Er hat sich ja verabschiedet. Ne? was mich interessiert ist... Muss man auch mal sehen, wie es ist. Ja, also ehrlich, wir müssen mal ein bisschen Pragmatismus in die Sache bringen. Unsere Kollegin Sabine Heinrich war hinter der Bühne, als du ein Konzert gegeben hast. Und die hat sich mit deinem Bandkollegen, deinem Freund Julius Hartog unterhalten. Und der hat ein bisschen was über dich erzählt. Oh, ich bin gespannt. Hier laufen die Vorbereitungen für das große Konzert mit Andreas Burani heute Abend in Köln. 20.45 Uhr, alles klar, geht es los. Das gibt uns aber die Zeit, hinter der Bühne noch einmal mit Julius zu sprechen. Das ist ein Gitarrist und sein Freund. Und die haben zusammen auf uns geschrieben. Ihr arbeitet jetzt alle für das Konzert. Der feine Herr ist nicht dabei. Ist das Vertrauen oder Faulheit? Wahrscheinlich mehr Vertrauen als Faulheit. Er ist kein Kontrollfreak? Ist er schon, aber er kann aber auch in manchen Sachen gut Vertrauen abgeben. Da weiß er einfach, dass unsere Soundleute, die Band, einen guten Job machen und da ist das okay. Es ist eher bei ihm so, zum Beispiel beim Texten oder so, da ist es wirklich, da feilt er an jedem Wort und da muss alles perfekt sitzen, da ist er schon. Wird diskutiert? Es wird auch diskutiert. Am Ende hat er natürlich meistens da das letzte Wort. Tüftelt er dann alleine und präsentiert es dir dann per Mail, im Handy oder bist du nervös auch? Ja, da ist er ein bisschen scheu, manchmal Ideen zu präsentieren, weil ich glaube, das hängt damit zusammen, er will einfach, dass es dann gut ist. Und manchmal textet er aber auch komplett alleine, also es ist immer unterschiedlich. So. Aber wenn er alleine textet, ist es meistens bei ihm im Küchentisch. Und er ist jetzt, glaube ich, er zieht jetzt gerade auch um oder hat schon eine neue Wohnung. Und den Küchentisch will er auch mitbringen, weil der ihm so ein bisschen Glück gebracht hat. Da sind viele auf anderen Wegen, auf uns, sind dort halt entstanden. Und deswegen ist er, glaube ich, ein bisschen abergläubisch, was diesen Küchentisch angeht. Ich vermute mal, dass er jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt durch Köln irrt und einen Biergarten sucht. Mhm. Weil er als Bayer sagt, er braucht ein gutes Weißbier. Mhm. Wir müssen nicht suchen. Ja. Ich kenne schon einen. Sehr gut. Er sagt, er sei bayerisch konservativer, als ihm das lieb ist. Woran machst du das Konservative fest? Vielleicht, also ich glaube, sein Traum ist immer mal irgendwann aus der Großstadt mal wieder raus, weil ihn nervt manchmal auch Berlin, also er mag Berlin, aber ich glaube, er ist mehr so ein Landmensch und dann wahrscheinlich so mit Familie, Kind. Vielleicht ist das bayerische Konservative, was er meint. Rockstar-Pflichten, durchsaufen, Fernseher aus dem Hotelzimmer schmeißen, warum ist das mit ihm nicht möglich? Da ist er wahrscheinlich zu gut erzogen. So habe ich ihn noch nicht erlebt. Andreas hat gesagt, also es ist ein Zitat, ganz am Ende, also ne, soll es heißen, er war berührend, er war inspirierend und er hat was hinterlassen. Was kannst du persönlich davon jetzt schon unterschreiben? Auch als das letzte Album entstanden ist, da ging es ihm nicht so gut, auch so viele Selbstzweifel und hatte kreativ keine Ideen. Und dann hat er einfach die Hosen runtergelassen und das zum Thema gemacht. Und das hat mich auch berührt, weil ich habe diese Phase, die nicht einfach war, halt mitbekommen und fand es einfach toll, dass die dann in Songs aufgearbeitet oder verarbeitet wurden. Das hat mich schon berührt und inspiriert auch, weil es macht einfach großen Spaß, an ihm Musik zu machen. Sabine Heinrich spricht mit Julius Hartog, musikalischen Partner. Und das heutige Gast ist Andreas Burani. Andreas, wenn er sagt Selbstzweifel, wenn man so erfolgreich ist, aus welcher Ecke kommen dann die Selbstzweifel? Ach, woher die kommen, das kann ich dir auch nicht sagen. Ne? Also das ist einfach da. Ne? Das ist so ein bisschen die... ich kämpfe da immer natürlich, habe einen inneren Anspruch, den ich natürlich erfüllen möchte für die Arbeit, für die Musik. Und weiß ich, das ist einfach das Gefühl, dass es nicht gut genug ist. Mhm. So, das ist einfach da so bei mir. Weiß ich, das ist so ein sich zerreißen in der Arbeit und so, das habe ich immer wieder. Freunde, sagst du, sind die wichtigste Verbindung, die man im Leben haben kann. Was braucht es, damit einer dein Freund wird? Ich bin jemand, der lange braucht, um sich mit jemandem anzufreunden, ne? Weil ich finde, dass da ganz viel dazugehört. So, also ich finde, eine Freundschaft wird sich erst über
über Jahre entwickelt sich das, ne? Weil man dann zusammenwächst, weil man Dinge erlebt, die einen verbinden, ne? Weil man den anderen auch dann erst gut kennenlernt, finde ich. Und Freunde deswegen so wichtig, weil das halt Verbindungen sind, die im besten Fall halt wirklich fürs Leben halten. Ich habe ganz, ganz tolle Freunde und das sind wirklich auch so Freundschaften, die, wenn man sich länger nicht sieht, ne? So dieses tolle Gefühl, wenn man sich wieder sieht, dass das, es fühlt sich an, wie es immer ist. Man kann sofort da weiter, wo man das letzte Mal genau, man kann sofort da ansetzen, wo man aufgehört hat. Warum kommt Freundschaft vor Liebe? Ich finde, das kommt nicht davor, das ist eigentlich das Gleiche, ne? Also eine Freundschaft hat ja auch wahnsinnig viel mit Liebe zu tun. Und im besten Fall ist ja jemand, wenn man einen Partner hat, ist das ja auch ein guter Freund eigentlich. Ne? Also da gibt es natürlich noch mehr, die Leidenschaft, die Anziehungskraft. Das fehlt natürlich dann aber bei der Freundschaft. Aber der Freundschaftsaspekt muss auch dabei sein. Vom genau, Prinzip her eigentlich genau. Sehr ähnliche Verbindung, finde ich. Andreas mag Frauen, die schwarzen Humor haben. Und du selbst bist jemand, Achtung, der Flachwitze mag. Wie passt denn? Ja. Ich finde diese Flachwitze ganz furchtbar. Kannst du mal bitte einen erzählen? Was liegt am Strand und spricht undeutlich? Unser Puppenspieler. Eine Nuschel. Ja. Oh, der ist ganz schön. Also der war jetzt nicht so, das war jetzt kein schwarzer Humor, der ist halt sehr flach. Ne? Ja. Flacher Witz ist zum Beispiel voll, da geht ein Mann zum Bäcker, sagt, ich hätte gern Brötchen. Sagt die Bäckersfrau, nehmen Sie zwei, haben Sie eins mehr. Das ist ein flacher Witz. Ja. Typisch für uns, meine Damen und Herren, sind gelegentlich in Notaraktionen. Da kommt unser Zimmerfreinotar, den du gerade schon im Einspieler gesehen hast, und präsentiert uns allen ein Spiel, das auch wir nicht kennen. Und das ist das Besondere. Normalerweise kennen wir das Spiel unser Gast nicht. Wir wissen nicht, wie der Gast reagiert. Jetzt kennt nur der Notar das Spiel und er weiß nicht, wie wir reagieren. Und ich habe jetzt schon Angst, meine Damen und Herren, denn es kommt unser staatlich geprüfter Zimmerfreinotar. Putzen Sie sich so lang wahrscheinlich? Ganz zwanglos, ja, vielleicht mit Gesicht zum Publikum, das wäre ja hilfreich. Herr Borani, Sie mögen Lyrik, Sie lieben Gedichte, vor allen Dingen Der Panther von Rilke liegt Ihnen sehr nah. Wir haben daraus ein kleines Spiel entwickelt und zwar ist nun Ihre Aufgabe, reihum eine Ode an eine Tierart zu formulieren. Ja. Mehrere kleine Bedingungen, Sie dürfen die Tierart nicht nennen, denn ja, die jeweils anderen müssen erraten, welches Tier es sein könnte. Das ist schön. Zweitens haben wir hier dann auf dieser Wand, auf dieser Papierwand, drei Begriffe, die Sie auch nicht wählen dürfen. Das wäre sonst zu einfach. Und ich gebe jeweils den ersten Satz der Ode, ja, es soll eine Ode formuliert werden, gebe ich jeweils an, damit wir einen Anfang haben. Frau Westermann, wenn Sie mal rüberkommen möchten. Aber jeder hat ein anderes Tier am Ende. Ja, das ist schon sinnvoll in diesem Falle. Also, wer das Tier erkennt, bitte reinrufen, ich würde dann einen Punkt dafür notieren. So, der erste Satz ist, O, du Winzling der Lüfte. Der du so kleine, hektische Schläge. Kolibri. Richtig, der Alsmann. Nein, das war Augsburger Verzögerung. Ja, der Kolibri. Herr Borani? Der Kolibri. Für Sie wäre dieses Tier vorgesehen. Und der erste Satz der Ode wäre, O, du Einsamer, spring ins Feld. O, du Einsamer, spring ins Feld, hinab über die Berge. Halt! Berge steht ja hier. Was Ach, das darf ich nicht sagen. Nein, natürlich nicht. Tut mir leid. So geht das schon los. Ich habe das Spiel schon nicht verstanden. Interessant, danke nochmal. Sie dürften sich dann erstmal wieder setzen. Ich hatte ja gesagt, nicht benutzen. Ja, ja. So, Herr Alsmann. Ah, das ist schön. Sie kennen das Tier? Ich kenne das Tier. Gut. Der erste Satz lautet, O du graziler König der Balance. O du graziler König der Balance, der du verewigt wurdest in einem weltberühmten Saxophon-Instrumental-Hit der frühen 50er Jahre vom göttlichen Earl Bostick, der ein Stück nach dir benannt hat. Nach dir, der du in der Camargue die Seen bevölkerst. Die eigenartige Art und Weise, wie du da zur Ruhe kommst. Die Position, die wir nutzen. Pelikan. Nein, es ist nicht der Pelikan, der im Vergleich zu dir nur ein Großschnäppchen. Richtig. Pelikan. Frau Westermann.
Sollte nicht Herr Burani noch eine Chance kriegen? Ja, das bekommt jeder noch eine Chance. Bei uns dürfen alle. Lieber Gott. So. Ich muss mich leider hier stellen. Ja, der erste Satz wäre: O du Aufrechter, alles Überblicker. O du Aufrechter, alles Überblicker, der du eine wunderbare Bierreklame machst. Der du ein so Murmeltier. Das ist keine Pantomime, Frau Westmann. Eine Ode. Ich wollte ein bisschen leichter machen. Das hat nichts leichter gemacht. Das ein Erdmännchen. Ja. Ein Bravo. Herr Burani. Sie haben ja stark aufgeholt. Ja, ich muss jetzt ja noch mal, da stehen gleich Wörter, okay. Nicht sagen. Der erste Satz wäre: O du nervenkitzelnde Delikatesse. O du nervenkitzelnde Delikatesse, du bist sehr schwer zuzubereiten. Nur die wenigsten Köche der Welt beherrschen dies. Und wenn man dich... Kofferfisch! Nein. Wenn man dich berührt, dann gehst du auf wie ein Ball im Wasser, wunderbar. Kugelfisch! Ja! Ja. Ich meinte den Kugelfisch. Kofferfisch und Kugelfisch gibt's aber. Ja, natürlich. Ich kenne sie nicht aus mit Tieren, aber es gibt den Kofferfisch. So. Oh, das ist eins meiner Lieblings. Der erste Satz. Ja. O du nordischer Transportunternehmer. O du nordischer Transportunternehmer, der du zwischen Lappland und Sibirien schon den Jakuten alles schenkst. Das Gehirn, das Fleisch, das Leder, das Selbstbewusstsein und diese interessante Rolle in dem TV-Mehrteiler, soweit die Füße tragen, aus den frühen 60er Jahren. Wolf? Wenn die Hirten in lustiger lappländischer Montur. Bravo. Fantastisch. Also, Herr Burani, Sie haben wunderbar aufgeholt. Ich habe einen Punkt für Frau Westermann und jeweils drei Punkte für Herrn Alsmann. Wieso und das Herrn denn? Burani. Ist das denn ein Remis zwischen uns? Das kann man so nicht sagen. Man kann sagen, Christine hat einen ersten Platz belegt und wir beiden haben einen allerersten Platz belegt. Ja, das ist gut. Sie haben einmal geraten. Ach so, da oder wo? Meine Damen und Herren, unser Stand ist unser Zimmerfreundetal. Danke. Frau Westermann. Kommst du mit mir nach Hause? Warum? Andreas Burani hat eine große Leidenschaft, die von vielen Menschen geteilt wird. Aber so gut wie er kann es keiner. Er ist ein leidenschaftlicher Eisesser. Oh Gott, das ist hier der größte Eisbecher der Welt. Der Republik, genau. Das ist ja sensationell hier. Andreas, ich setze mich nur, wenn du mir gleich wieder raushilfst. Ja, weil, ja? Geht das? Super. Oh, das ist ja hier toll. Guck mal, das ist echt. Was ist das? Ach, Rom hier hinten, oder? Irgendwas zwischen Rom und Florenz. Das Kolosseum da hinten. Ach, da hinten, das habe ich gar nicht gesehen. Weißt du, war ich mit dem Blick dahin. Oh, das ist ja echt wirklich hier, bitte. Wie viele schaffst du pro Tag? Wie viele Eiskugeln? Ach, also, ich weiß es gar nicht, aber unter 5 geht nichts, ne? Also das ist einfach, wenn ich dann am Eisladen stehe, dann ist, ach, das ist auch gut. Und das sind einfach immer... Ich liebe Eis. Ich weiß nicht, Süßigkeiten esse ich gar nicht. Ja. Aber Eis ist einfach... Und jede Sorte geht, oder? Auch diese blaue hier. Mhm. Du warst im WM-Jahr letztes Jahr. Mhm. Warst du, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Soll man sagen, du warst 365 minus 18, 358. Oder 357. Du warst genau im letzten Jahr 8 Tage zu Hause und den Rest warst du unterwegs. Ja. Wenn man dann abends im Bett liegt, denkt man was? Nichts mehr. Tatsächlich, da ist man, also wirklich. Also ich habe ganz viele tolle Sachen natürlich erlebt. Mhm. Ne? Also bin so viel rumgekommen, ich habe so viele Menschen getroffen. Und es gab natürlich auch Abende, wo ich einfach nur ins Bett dann bin, ne? Und sofort geschlafen habe. Aber ich war tatsächlich, also ich weiß nicht, ob es 8 waren, aber es war nicht länger als 2 Wochen, dass ich also mal zu Hause war. Wie schafft man das? Wie schafft man das? Mit einem guten Koffersystem. Das irgendwie so. Und ansonsten
Ist das schon manchmal so, dass das Herz immer so ein bisschen hinterherreißt? Mhm. Ne? Das dauert dann immer, bis das da ankommt. Ne? Also viel Zeit, dann sich das zu akklimatisieren oder so, habe ich nicht. Ne? Es ist dann wirklich so, dass man am nächsten Tag in einer anderen Stadt ist. Aber ich muss sagen, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ne? Also so viel unterwegs zu sein, so viel Abwechslung zu haben. Und ich habe nach wie vor halt das Gefühl, ich sage das immer, mehr zu bekommen, als ich gebe. Ich wollte das immer machen. Diesen Beruf und Sänger sein und Musik zu schreiben, die zu veröffentlichen, auf der Bühne zu stehen. Und das bereichert mich wahnsinnig. Ne? Du lebst im Moment, das sagst du immer wieder, in allem, was man von dir liest, liest man, der Moment ist wichtig. Gibt es in so einem Zeitrafferleben, wie du es da geführt hast, wenn man nur 8 Tage zu Hause ist, kann man da den Moment noch genießen oder wie gut kann man das? Ja, doch, ich meine, das liegt ja eigentlich an einem selbst. Ne? Ich glaube, das ist so wie mit Inspiration. Wenn man nicht inspiriert ist, liegt das immer an einem selbst, glaube ich. Ne? Weil so den Moment zu genießen hat nur was mit Bewusstsein zu tun und damit sich klarzumachen, dass man jetzt, wo man gerade ist, dass es dort auch Dinge gibt, für die man dankbar sein kann. Geht das jetzt gerade? Ja, jetzt geht das auch. Weil ich sitze hier mit dir, es gibt Eis hier, das fantastisch gut schmeckt, das wunderbar ist. Und wir haben ein tolles Publikum hier, die alle hier sind. Das nimmst du wirklich auch bewusst wahr. Also das ist wirklich was, was dir nicht erst heute Abend im Hotelzimmer einfällt, sondern das... Ja, ich bemühe mich schon. Also es ist nicht immer so, dass ich jetzt jeden Moment auch bewusst wahrnehmen kann. Ne? Manchmal muss ich einfach auch, müssen Sachen schnell passieren und so, da habe ich dann auch nicht die Zeit. Aber ich versuche schon so, meistens mache ich das halt vorher, ne? Mir zu sagen, ey, jetzt geh da raus und genieß das. Das wird ein schöner Abend und wird schöne Momente geben. So, ne? Also einfach mir das nochmal zu sagen. Und egal was das ist, ob das ein Konzert ist, ich weiß ja, die Leute sind alle gekommen. Vielleicht sind Menschen dabei, die zum ersten Mal auf einem Konzert sind. Vielleicht gibt es welche, die das letzte Mal da sind. Sie haben alle sich die Mühe gemacht, von zu Hause herzukommen oder von weiter her. Manche Leute haben Monate vorher die Karten gekauft, um das Konzert zu sehen. Manche sind spontan mitgekommen mit Freunden, weil sie sagen, hey, ich habe dich überrascht heute, guck dir mal den Burani an. Manche sind vielleicht auch keine Fans und im besten Fall sind sie es nach dem Konzert. Und das mache ich mir vorher noch mal so klar, so einfach mir auch ein paar Geschichten vorzustellen, wie das wohl sein kann. Und dann gehe ich einfach mit einem guten Gefühl raus. Ne? Du hast was Tolles gesagt, der größte Luxus in deinem Leben war, nach diesem Jahr warst du einfach nur im Bett, 8 Tage lang, also nachdem du dann zu Hause warst. Du hast gar nichts gemacht, einfach nur geguckt, was passiert. Ja, klar. Ja, nee, ich finde, ein großer Luxus ist ja so, die Zeit verstreichen zu lassen, ne? Wenn man einfach nur sein kann. Ich habe auch einen Song drüber geschrieben, über dieses Thema. Ich finde, dafür sind wir eigentlich auch geschaffen, ne? Das zu genießen, was wir sind, was uns ausmacht als Menschen. Und Zeit verstreichen zu lassen, finde ich, ist ein ganz toller Luxus, finde ich. Finde ich auch. Wir müssen runtergehen. Du kannst leider das Eis nicht mitnehmen. Also, das du kannst ist ich nehme noch mal einen Löffel. Nimm noch mal. Ich komme mal alleine hoch. Ach so, das geht. Guck mal, es geht, Leute. Also du kannst es mitnehmen. Ja, alles gut. So, ihr beiden, während ihr euch da oben auf die faule Bärenhaut gelegt und Eis geschleckt habt, habe ich hier mit meiner eigenen Händearbeit eine komplizierte Versuchsanordnung errichtet, die mit unserer nächsten Aktion zu tun hat. Ich darf euch jetzt schon mal bitten, diese Umhänge umzubinden. Das ist deiner. Christine, das ist der deine. Vorne in dem Brusttäschchen befindet sich so ein hübsches Schiffchen, wie ich es gerade trage. Bei dir ist es, glaube ich, hier, genau. Und ich darf euch bitten, euch damit komplett zu verkostümieren, nicht zu verköstigen. So, sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ihr seht, wir werden zu Sandwichboten. Warum Sandwichbote, fragst du dich mit Rechte. Du warst vermutlich niemals Sandwichbote und hast vermutlich auch nicht mehr vor, in näherer Zukunft als solcher zu arbeiten. Ich will es dir dem Publikum erklären, denn Christine weiß es bereits. Du bist das mittlere von 3 Kindern, das eine solche Sandwich-Kindheit gehabt. Und wir machen uns jetzt erstmal zum Sandwich. Ja, würdest du dir bitte dieses Gummiband überstreifen und unter deinen Armen befestigen und das Sandwich wird vervollkommnet durch unsere großartige Christine Westermann. Moment. So, und jetzt. So, und wir sehen Dufte aus, oder? Einmal im Profil. So, jetzt kommt die Aktion. Wieso sagst du denn, wir laufen würden? Ja, pass auf. Andreas, für alles, wir machen Folgendes. Wir werden die hohe Schule der Sandwich-Kindheit nachspielen. Erstmal werden wir auf diesem Roller
einmal komplett ins Studio, auch aufs äußere Studio fahren. Wenn wir mit dem Roller wieder angekommen sind, dann werden wir absteigen, werden dieses Monster-Sandwich mit Hilfe von zwei Stangen transportieren. Über die Wippe, unter die Limbo-Stange durch und dann durch die papierne Wand. Mit dem Roller? Und dann müssen, nein, ohne den Roller. Und ich habe gesagt, dann werden wir absteigen. Und dann werden wir am Schluss das Sandwich auf diesen Tisch darstellen. Das klingt kompliziert, ist auch so, meine Damen und Herren. Also aber wir sollten aber wir treten alle, ne? Ja, wir treten natürlich, also fast alle. Und wir machen das mit auf Kommando, Andreas. Ich sag immer zu gleich und auf gleich wird getreten. Okay. Sonst kommen wir, sonst legen wir uns einfach auf die Fresse. Ja, das okay. So, also, ich halte mich hier fest, ne? Ja, das ist eine gute Idee. Ich muss mal die Stelle finden, aber wir Fühl dich frei, ne? Du kannst hier. Eins, zwei, drei, zugleich, 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 du musst dein Kommando wieder einsetzen. Zugleich, 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 zugleich. Alles klar. Absteigen. Okay. Absteigen. So, jetzt Achtung. Pass auf. Wir nehmen jetzt diese Stangen. Stange 1. Stange 2. Und damit werden wir jetzt versuchen, dieses Sandwich aufzunehmen und auf den vorhin von mir eindringlich beschriebenen Weg zu transportieren. Ich mach das schon. Vor, 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 ho, mit Gefühl, hoch! Jetzt läuft das, ne? Jetzt geht's über die Rampe. Also der Schritt ist schon mal super, ne? Ich sprach das Mädchen zum Matrosen. Achtung! Achtung! Oh, was? Ah! Achtung, Limbo-Stange! Limbo! Und runter! Ah, 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 Scheiße! Ah. Müssen wir erst noch mal wieder... Das hat ja schon mal super geklappt. So, wir machen ein schlagartiges Hochwerfen und Auffangen. Eins, zwei, drei, hoch! Das ist für die japanische Variante. Ja, Sushi-Version. So, und, und, und. Und? Christine Wester und Andreas Morani, fantastisch. So. So. Die Kalorien sind wieder weg jetzt vom Burger, ne? Ja. Kalorien, Kalorien, ich kann es nicht mehr hören. Andreas, kommst du an meine Seite? Unsere Freundin und Kollegin. Ich mach derweil ein Nickerchen. Sabine, das habe ich den Nachnamen wegen der Aufregung vergessen. Heinrich. Sabine Heinrich. Ist wie lange bei uns? 10 Jahre? Oder da ja, vergisst man schon mal einen Namen. Genau. War in deiner Heimatstadt in Augsburg. Ja. Und guck mal selbst. Ja. Weiß zwar noch nicht so, aber wir arbeiten dran. Und wenn ich mir hier die gute Stube angucke, Augsburgs, dann wundert mich überhaupt nicht, dass Andreas nicht der Rockstar-Typ ist, der Bierflaschen aus dem Hotelzimmer wirft, weil das hat er hier einfach nicht gelernt. Denn hier ist man wohlerzogen und Andreas hat hier singen gelernt und darin war seine erste Bühne. Und das musikalische Fundament für Andreas Borani Karriere hat dieser Mann gelegt, Pater Anselm. Und Benedikt hat hier schön neben dem Chorknaben Andreas gestanden. Sie haben gesagt, Sie erinnern sich an die sehr guten Schüler, an die schlechten und an die frechen. Wo ist da Andreas?
Er war ein guter Sänger, manchmal unruhig. Was wollten Sie den Jungs mitgeben? Von der ersten Stunde an hier in St. Stephan zum Chor herangezogen, soweit das also opportun war. Und haben versucht, nach 4 Wochen eine erste Aufführung zu machen hier in dieser Kirche. Und da stand am Ende dann immer das Händel Alleluja. Das ist attraktiv und interessant. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn man Andreas nachts wecken würde um 4 Uhr nach dem Disco-Besuch mit einer Flasche Wodka, der wacht auf und kann singen. Das können wir alle, glaube ich. Benedikt, wart ihr die Coolen oder die Braven? Also zu den Coolen haben wir am Anfang, also ich bestimmt nicht gezählt, Andreas auch nicht. Das war dann überhaupt noch gar kein Begriff hier. Cool. Mhm. Pater Anselm, Ihre Denkblase würde ich jetzt gerne deuten können. Wenn er erzählt, wir waren ganz liebe Jungs und ganz normale Jungs. Ja, das waren sie mit allen Möglichkeiten. Ja. Eine reine Bubenklasse ist was ganz anderes wie eine gemischte Klasse. Mhm. Nein, wir waren wirklich eine der letzten Bubenklassen, die komplett als junge Klasse eingeschult wurde. Zu uns kamen dann, weil wir auf dem musischen Zweig waren, kamen dann relativ früh, 9. Klasse, glaube ich, kam das erste Mädchen zu uns. Das war und natürlich da, was war dann, da los? Ja, das war Aufregung pur, natürlich. Wie hat der damals ausgesehen? Woran erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich an rote, kurze Hosen. Und er war ein zarter Knabe. Er war jetzt nie, er hat ja gut trainiert, glaube ich. Ich habe ihn letztes Mal gesehen, er ist sportlich geworden. Richtig. Aber er war ein recht dünnes Kneblein, muss ich sagen, früher. Und wenn man den Song von Andreas Burani nimmt, diesen ganz großen Hit, ein Hoch auf uns, finde ich, passt das ganz wunderbar auch auf euch. Hast du den Text drauf? Ja. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. So, jetzt. Ja, jetzt habt ihr das wahrscheinlich auch verstanden, was ihr vorhin mit dem Bodenständig meinte. Ja, ein bisschen. Der Augsburger, das ist aber echt irre. Also der Pater Anselm hat damals diesen Knabenchor geleitet auf St. Stephan, die Schule, in der ich war, den musischen Zweig hatte, wo ich eben singen gelernt habe und Klavier spielen und so. Und das ist irre, weil ich habe den auch jetzt schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, nicht mehr gesehen. Ne? Also das dürfte auch 15 Jahre. Der weiß von deinem Erfolg. Hat der mal einen Brief geschrieben oder so? Nee, überhaupt nicht. Aber alle Lehrer nicht. Das hat ja auch einen Grund, glaube ich. Er hat bestimmt mal den Glück. Er hat bestimmt mal eine Kerze angemacht. Ja, genau. Er hat ja gesagt, ich war unruhig. Also ja, ich bin auch einmal rausgeflogen. Das weiß ich noch. Da hat man einen Auftritt. Und ich war natürlich, könnt ihr euch vorstellen, ne, da sind dann 60 Knaben, die da im Chor sitzen. Da gibt es natürlich eine Menge zu erzählen, ne, wenn man da sitzt und so. Und dann bin ich einmal bei der Chorausführung, hat er mich dann rausgeschmissen, vorne nur drauf gezeigt und so raus. Und dann war klar, echt? Okay. Du musstest, während vorne deine während Eltern saßen, ja? Ja, dann raus, weil ich am Schwätzen war. Ja. Und hast du es ihm heimgezeigt? Oder? Nee, um Gottes Willen, ich muss sagen, also das ist immer, es war wahnsinnig streng, aber am Ende dann auch so zurecht, ne? Weil ich meine, man hat halt so viele Dummheiten da im Kopf und er hat gesagt, wir waren ganz normale Jungs mit allen Möglichkeiten. So, und da hat er recht gehabt. Ne? Also da war natürlich teilweise auch die Hölle los. Wir haben uns natürlich Streich erlaubt und alles Mögliche. Der Augsburger ist sehr aufgeräumt, ist sehr vernünftig und er ist bürgerlich, sagst du. Wie viel ist davon bei dir hängen geblieben? Also zwischen 50 und 100%? Ja, eine Menge. Ich habe tatsächlich manchmal dann auch so eine spießige Art, wenn ich denke, was ist mit dir denn los? Ne? Wenn sich irgendwo, das sind so im Alltag manchmal ganz banale Sachen. Da habe ich dann, das ist so, da weiß ich auch nicht, das ist dann so, stehst du an der Post, es drängelt sich jemand vor, keiner will was sagen, ja. Ne? Und ich bin der dann was sagt. Das ist doch nicht spießig. Ja doch, weil das ist Mama. Nein, spießig na, ja. Ist der Vordrängler. Nee, ich find, ganz klar, ja, fürs Leben. Ja. Na, ja? Ich find, spießig sind immer die anderen. Na, aber ich finde, ja. Immer. Ja. Sie können ruhig weiter applaudieren. Ich finde, irgendwie, es gibt nichts Spießigeres, als sich in einer Schlange so anzustellen und zu warten, bis man sagt, ist irgendwie auch so ein bisschen
albern. Also da moderne Vokabeln, die so auch in modernen Liedertexten, gerade auch im Sprechgesang, ich finde, das hat sehr viel was von Respekt, wenn man sich ordentlich in eine Schlange stellt. Ja, aber das meine ich, weil im Grunde natürlich die Zeit, ne, der anderen, alle warten da und bestimmt haben alle irgendwas noch was anderes zu tun als in der Post. Genau. Und das ist halt das Ding, wenn man denkt, so, Mann, das der ist Vordringler. Nicht los. Und dann, findest du es spießig zu heiraten? Willst du deshalb nicht heiraten? Also Kinder und so, alles ja, aber heiraten eher nicht, warum nicht? Nee, ich finde es so ein bisschen veraltet. Ne? Also aber warum? Hochzeit finde ich jetzt gar nicht spießig, das würde ich nicht sagen, sondern das Prinzip finde ich veraltet. Ne? Also so diese Kannst du dir nicht vorstellen, bis dass der Tod euch scheidet? Weiß ich nicht. Also, ist auch schwer, sich vorzustellen. Ich finde es einfach nicht modern. Wenn ich das so mitkriege in meinem Umfeld, gibt es ganz wenig Beziehungen, die nicht mehr lang gehalten haben. Ja. Und die einfach, Patchwork-Familien und so. Ich würde über dein Umfeld noch mal nachdenken. Ja. Familie mit Hunden. Oh, hier. Hi. Ja. Hallöchen. Hallo, guten Abend. Hallo, freut mich. Ja, hallo. Ja, ich, darf ich kurz stören? Ja, ich mach's einfach. Ja. Lani, ich habe eine Überraschung mitgebracht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Vor allen Dingen auf ihr Gesicht. Denn es ist so, ich habe was über sie gelesen. Sie sind mit ihrer Oma als Kind immer ins Theater gegangen. Christine, das musst du dir vorstellen. Das ist ziemlich albern. Er ist nämlich... Der Burani ist ins Puppentheater gegangen. Puppen, sowas Dummes. Da sind sie dreimal am Tag in die Vorstellung gegangen. Das finde ich auch großartig. Dreimal? Haben sie es beim ersten Mal nicht verstanden? Nee, es war... Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ja, ich weiß auch nicht. Warum sind Sie denn da dreimal rein? Nee, weil mich das total fasziniert hat. Aber das war nicht nur in der Puppenkiste. Mich hat einfach die Bühne so. Das fand ich immer spannend. Und es war nicht nur meine Oma, meine Eltern. Die haben einfach wahnsinnig viel mit uns gemacht. Wir sind ins Theater gegangen, Konzerte und alles mögliche. Was wurde denn da so aufgeführt? Und die Puppenkiste ist ja bekannt für Jim Knopf zum Beispiel. Da gibt es ja ganz viele Sachen. Ich kann die jetzt nicht alle auswählen. Ja, jetzt kommt doch die Überraschung. Okay. Ich habe für Sie extra zu diesem Anlass die beste Puppenspielerin des Landes eingeladen. Es ist meine reizende Assistentin Charming Traudel. Ja, Traudel, es sieht so ein bisschen aus, eher wie so eine Fesselnummer hier gerade. Ja, allerdings, aber, Traudel, was soll das denn? Du hast dich allerdings ein bisschen verheddert, ein bisschen sehr. Ich glaube, die heißt mit Nachnamen Houdini. Was soll denn Traudel für Sie geben? Ich weiß nicht, kann sie ein Tango vielleicht mit der Puppe oder so? Oder irgendwas, was kann man, sie ist ja nur eine. Möchten Sie noch was anderes sehen? Ich finde, die Puppe sieht so ein bisschen... Ja, nicht anfassen. Ach so, ja, Entschuldigung. Ich weiß nicht, die sieht mehr so aus, als bräuchte die Erste Hilfe, die Puppe. Los, gib mir doch mehr Erste Hilfe. Ja, sehe ich auch, dass es nicht geht. Hätten Sie Ambitionen gehabt, Puppenspieler zu werden, Herr Burani? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Also, nee. Wenn doch, wissen Sie, aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, wissen Sie, was ein guter Puppenspieler braucht? Warme Hände. Ja, das kann ich. Ich möchte nicht weiter drauf eingehen. So, Traudel, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas machen? Ein Hoch auf uns. Nein, Traudel. Wenn er das singt, dann rufen die Leute Burani. Bei dir, Loch, rufen sie nur Bu. Nee, das war ist nicht so schlimm. Aber dafür kann sie Angela Merkel nachmachen. Los, zeig's uns zum Abschluss noch mal. Vielen Dank, Herr Burani. Das war's. Los, Traudel, wir gehen. Und wir gehen in die Küche. Dann nehmen die Gläser mit. Denn, lieber Andreas, die Küche ist der klassische Austragungsort unseres weltberühmten Zimmerfrei! 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 Danke! So, das Zimmerfrei Bilderriss ist ein lebendes Bild, das einen Begriff darstellt, den es zu erraten gilt. Und Karneval, nein, wie am Fußballplatz. So, ist beim FC gar nichts und bei Preußen Münster machen wir das immer. Ja, beim FC auch. Aber Das ist wahrscheinlich, ich habe das doch mehr was für Profiklubs. Also auf jeden Fall ist es so, dass
Das ist ein lebendes Bild, das erraten wird und so weiter und so weiter. Wenn der Gong zum ersten Mal kommt, kann das Publikum sehen, um was es sich handelt, aber nicht du, denn du sollst diesen Begriff erraten. Ein bisschen um die Ecke denken, ein bisschen, wir werden es sehen. Und es ist einer der besten Gespensterdarsteller der Welt. Bitte begrüßen Sie André Erlen. Keine Angst. Ich hab Feierabend. Ja, Feierabend. Glaubt man gar nicht. So als Profi-Spuker hat man eigentlich viel mehr Feierabend als Dienstzeit. Ja, wirklich. Ein Stündchen in der Nacht, den Rest kann man machen, was man will. Spaß die ganze Zeit. Man macht, was man will. Ja, ich gehe dahin, da träumen Leute davon, was ich an vieler Zeit habe, die ich zur Verfügung habe, wie ich will. Ja? Ein bisschen Dienst, ein Stündchen ab Mitternacht. Der Rest komplett zu meiner Verfügung. Der Poltergeist. Geist ist schon mal gut. Geist ist sehr schön. Aber der hat wenig Dienst. Er hat hauptsächlich. Er hat heute keinen Dienst. Er hat hauptsächlich. Was ist denn, wenn man nicht arbeiten muss? Wie nennt man das, man hat? Frei. Mhm. Freigeist. Sehr gut dargestellt. André Erlen, meine Damen und Herren. Geh mal schnell. Ein schweres Rätsel. Aber gut. Aber ich finde, wir haben zu viel geholfen. Auf jeden Fall ist ein Preis für Andreas Burani, meine Damen und Herren, in Zimmer frei Fanshow. Oh, ja, vielen Dank. Du hast keine Uhr, Andreas. Nee, mit der Zeit habe ich so meine Schwierigkeiten. Bin auch total unpünktlich immer und so. Ja, das finde ich ja das Irre. Du hast keine Uhren, wunderst dich, dass du unpünktlich bist. Ja, ich habe neulich mal gelesen, tatsächlich, dass Leute, die zu spät kommen, Optimisten sind, weil sie einfach nur die Zeit, in der sie vorher was erledigen könnten, viel zu gut einschätzen, viel zu positiv einschätzen. Also habe ich mir das ein bisschen schön geredet. Das kann man so sagen, ja. Aber nee, ich feiere ja auch keinen Geburtstag, ne? Also das mit der Zeit. Das finde ich irre. Warum nicht? Weiß ich, das ist jetzt so eine bisschen abstruse Theorie, ne? Weil ich habe das schon gefeiert als Kind und so. Aber das ist Home of abstruse Theorien. Also ja, nee, weil ich das muss ja so sehen. Du lebst auf der Erde und ja dann 24 Stunden und zählst jeden Tag und dann das Jahr und dann rundet sich das und immer wieder das Jahr. Die erste Frage ist, wenn das so toll ist, warum feiert man das nicht jedes halbe Jahr? Dann hättest du schon mal zweimal im Jahr Geburtstag. Ja, da wäre man aber doppelt so alt. Wer will das schon? Ja, und aber du hast ja doppelte Feierei. So, das ist ja auch gut. Du kannst das halbe Jahr zählen und dann das Ganze wieder. Also das ist halt so ein System, das man sich überlegt hat, was ich irgendwie Quatsch finde. Ich würde das nicht so begrenzen. Aber ist es nicht schön, wenn man gefeiert wird, wenn einem die Leute sagen, wie gern sie einen haben, noch mal außerhalb der anderen 364 Tage? Ja. Oder wenn sie einem überhaupt mal sagen, wie gern sie einen haben. Ja, könnt ihr mal? Aber du hast auch verraten im Vorschlag, dass du mit vom Heiraten zwar nicht viel hältst, antiquiertes Modell, aber du gehst ja gerne auf Hochzeiten. Ja, das stimmt. Ja, weil ich das, total also, logisch. Ja. Ja, aber das ist ja ein Riesenunterschied, ob man selbst heiratet. Das ist allerdings richtig. Ja, das hast du fein rausgearbeitet. Ich finde das so lustig. Ja. Es gibt ja immer so ein Ablauf, ne? Auf jeder Hochzeit. Und da gibt es ja halt die abstrusesten Riten und so Rituale, Traditionen. Jeder macht was anderes. Und ich finde das halt immer so spannend, ne? Wie das so, was die Leute sich dann da überlegt haben. So. Und ich finde ja, dass sich eine Hochzeit ist ja schon der pure Stress, was man sich damit antut. Nein, ne? Du hast doch nichts davon, die Leute den ganzen Tag bist du da. Es kommt doch darauf an, wie du es planst, also wie du es machst. Genau. Bei mir war es kein Stress. Ja, aber dann ist so, weißt du, das ist ja immer, wenn du jemandem deine Liebe zutun willst, ne? dann doch lieber irgendwo weit wegfahren, irgendwo an den Strand dich da hinlegen und mit der Person das feiern. So hat sie geheiratet. Und das ist immer so mehr, man macht das für die anderen und du musst du die Lisbeth auch noch einladen. Du wolltest doch gar nicht kommen, weil es war dir doch zu viel. Es war mir zu weit. Es war in Italien, es war ihm zu weit. Es wird zu weit. Ja, Münster-Italien ist auch ein Stückchen. Da muss ich ja ganz schön Auto fahren, mehr als zwei Stunden. Ja, siehst du, und das meine ich, da geht das los mit den Ausreden. Und ja, du hättest Tante Dingsbum noch einladen und ach, sorry, da können wir nicht kommen, das ist zu weit weg und so. So, da, nur Stress, sag ich doch. Ja, das nehme ich zurück. Das war einfach nur die Beleidigung des abgewiesenen Liebhabers, mehr war das nicht. Andreas, kommt jemand von... Hoffentlich glaubt das keiner.
Sag mal, was war das denn jetzt? Das muss ich alles erklären in der Presse hinterher. Da lief doch was zwischen Ihnen und Westermann. Ja, und das so. Glauben die doch sowieso. Das stimmt doch auch. Stimmt. Ich war mal mit meiner Frau im Café, mit meiner Ehefrau im Café. Wir haben Kaffee und Kuchen und plötzlich kommt eine wildfremde Frau, zeigt mit dem Finger auf uns und sagt, das erzähle ich alles Frau Westermann. So. Schön, oder? Ja. Ein richtig guter Freund kommt jetzt, falls du jemals heiratest, kommt der und du wirst auch zu seiner eingeladen. Hochzeit, meine ich. Bitte schön, Herr Khedira. Lieber Andreas, erstmal muss ich sagen, dass ich wirklich sehr, sehr froh bin, dich kennengelernt zu haben. Man sagt immer, entweder man merkt, ob man mit einem kann oder nicht. Und das war eben bei uns der Fall. Mit dir kann man aber auch sehr, sehr viel lachen. Ja, einiges unternehmen, wirklich auch mal einen drauf machen, wie man so schön mag, und auch wirklich auch feiern auf der Bühne. Aber man kann auch wirklich ernsthafte Gespräche mit dir führen, ja, die über die Musik und den Sport hinausgeht, wirklich auch tiefgründig. Und das gefällt mir unheimlich gut, ja, so nach dem Sinn des Lebens zu suchen und was für einen selber wirklich so am wertvollsten ist. Ich habe auch seine Band kennenlernen dürfen und das ist großartig, einfach das Gemeinsame. Ja, er macht nicht, natürlich ist er der Star, er ist derjenige, der vorne wegmarschiert, über ihn wird geschrieben, über ihn wird erzählt, aber wenn man seine Band hört, ja, die sind sowas von begeistert für ihn, trotz des Erfolges ist er genau geblieben wie vorher. Aber eine Sache habe ich noch, die Sache in Freiburg, als mich auf die Bühne geholt hast, die werde ich nicht vergessen und dafür wird es ein Rückspiel geben. Bis bald, lieber Andreas, dein Sammy. Sammy Khedira. Einer von denen, die das 7:1 geschossen haben. Was war in Freiburg? Ja, es war so, dass Sammy schon den ganzen Sommer unbedingt mal auf ein Konzert kommen. Dann hat sich das in Freiburg ergeben. Und dann stand er da auf der Seite an der Bühne und hat sich da das Konzert angeguckt. Und dann habe ich auf uns gespielt und dann dachte ich mir, hatte ich so eine spontane Idee, dachte ich mir, jetzt ziehe ich ihn einfach auf die Bühne raus. Und dann ist er mir beim ersten Mal noch abhanden gekommen und dann habe ich ihn praktisch hinter der Bühne gejagt und habe ihn dann mit Gewalt auf die Bühne gezogen. Und irgendwann konnte er natürlich auch nicht mehr dann zurück und so, weil die Leute haben ihn dann schon gesehen und gejubelt und dann war das so, er war mehr oder weniger gezwungen, dann halt auch mitzumachen. Und im Grunde, Sammy, kannst du froh sein, dass ich dir das Mikrofon nicht hingehalten habe. Wer weiß. Weißt du, was die Leute dann gerufen hätten? Seeler vor, noch ein Tor. So, jetzt machen wir Musik. Die zweite Nummer hat sich unser Gast selbst ausgesucht. Und diese Wahl von Andreas Müller hat mich nur partiell überrascht. Denn er hat in der Tat eines der berühmten Lieder aus der Augsburger Puppenkiste gewünscht. Und zwar das schönste aller schönen Lieder aus der Augsburger Puppenkiste, nämlich Eine Insel mit zwei Bergen. Eine Insel mit zwei Bergen und im tiefen, weiten Meer mit viel Tunnels und Gleisen und nem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist weißer Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland. Eine Insel mit zwei Bergen und im Fernsprechtelefon. Wählt man nur die richtige Nummer, klappt auch die Verbindung schon. Hallo, hier ist falsch verbunden, wollen Sie sich jetzt beschweren? Nein, warum? Das kann passieren, also dann auf Wiederhören. Schreiten wir zur Abstimmung. Meine Damen und Herren, entscheiden Sie. Soll, darf, vielleicht sogar muss. Andreas Burani sollte erst mal bei uns wohnen bleiben. Bitte hoch mit den Karten. Grün für Ja, Rot für Nein. Na, das wird bestimmt eine ganz schwere Entscheidung.
843 Milliarden grüne und 0 rote Karten. Das heißt, er darf bei uns einziehen. Meine Damen und Herren, Sie waren ein tolles Publikum. Danke, Christine, du warst danke. Fantastisch. Ich fand mich unglaublich, aber der Beste war Andreas Burani. Das ist großartig. Du hast toll. Vielen Dank.